Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum 34. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Es geht heute nochmal um einiges, um den Aufstieg und um bzw. gegen den Abstieg. Tippt gerne mit in den Kommentaren, bleibt auf jeden Fall fair. Ansonsten, ich sag's gerne nochmal dazu, es gibt einige Partien, da geht's um gar nichts mehr und in manchen Partien quasi auch um nichts mehr. Da kann ich dann in dieser Konferenz auch nicht so oft sein. Ich konzentriere mich hier klar auf Aufstieg und Abstieg und da werden dann die meisten Spielszenen auch gezeigt, aber das könnt ihr sicherlich verstehen. Wenn es gefällt, würde ich mich später über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Jetzt soll es aber losgehen mit der Konferenz. Viel Spaß dabei und danke euch fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am 34. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Wir beginnen hier im Volksparkstadion. Der Hamburger SV hat den SV Sandhausen zu Gast. Und es würde ja vielleicht sogar ein Unentschieden reichen, sollte Heidenheim in Bielefeld verlieren. Aber man möchte sich hier nicht darauf verlassen, dass Heidenheim wirklich alles liegen lässt in Bielefeld. HSV will selber 3 Punkte erzielen, um die größtmögliche Chance zu haben auf Platz 3. Und Heidenheim, die müssen eben bei Meister antreten. Hat Positives und Negatives. Auf der einen Seite bedeutet es, dass Bielefeld eine überragende Mannschaft hat. Das haben sie über die komplette Saison gezeigt. Und sie haben erst 2-mal verloren. Aber sie haben gegen Karlsruhe am vergangenen Sonntag vor einer Woche eine 3-0-Führung aus der Hand gegeben. Das war fahrlässig und könnte heute vielleicht der Ansatzpunkt für Heidenheim sein. Es ist also noch lange nicht alles entschieden, auch wenn Heidenheim momentan in der besseren Lage steckt. Schauen wir mal wohin, wo es wirklich theoretisch nur noch um etwas geht. Unter anderem hier in Dresden, da ist der VfL Osnabrück zu Gast und im Kleinkasten haben wir Wien Wiesbaden gegen St. Pauli. Osnabrück und St. Pauli haben sich am letzten Spieltag sicher gerettet. Und Dynamo Dresden und Wien Wiesbaden haben zwar nur 3 Punkte Rückstand, aber die Tore, die Torverhältnisse sind einfach zu schwach und wohl nicht mehr aufzuholen. Deswegen ist hier eher nur ein reduzierter Blick drauf geworfen. Ganz langweilig in Anführungszeichen wird es auf 2 anderen Plätzen. Langweilig aber wahrscheinlich nur aus Sicht der Tabellenposition, denn es sind durchaus interessante Spiele dabei. Regensburg gegen Aue klingt zwar erstmal nach Mittelfeld, aber die haben in dieser Saison spielerische Stärke, spielerische Klasse bewiesen. Und Hannover 96 gegen Bochum, das sind 2 Teams, die insbesondere nach der Corona-Pause richtig gut drauf sind. Da kann man sich vielleicht sogar auf spannenden Fußball und guten Fußball freuen. Und jetzt schauen wir erstmal in den Tabellenkeller. Da geht's dann doch noch um was. Um bzw. gegen den Relegationsplatz, da haben wir im Fernduell Nürnberg, die sind zu Gast bei Kiel, gegen Karlsruhe, die sind in Fürth zu Gast. Und sollte der Club jetzt tatsächlich vom Erzrivalen Greuther Fürth abhängig sein, das ist ja eigentlich kaum zu glauben. Die Ausgangslage ist für Nürnberg besser, sie müssen ihre Hausaufgaben machen, dann ist alles gut, aber ein Unentschieden von Nürnberg. Ein Sieg von Karlsruhe würde nicht reichen. Wir starten die Konferenz jetzt aber erstmal in Stuttgart. Hier im Schwabenländle ist es tatsächlich doch recht ruhig, was die Dramatik angeht, denn man hat durch das 6:0 in Nürnberg eine so gute Tordifferenz rausgearbeitet, dass der zweite Tabellenplatz mit den 3 Punkten Vorsprung kaum noch zu verlieren ist. Im Prinzip ist das nicht mehr möglich. Für Darmstadt geht es auch nur noch um einen letzten guten Auftritt in dieser Liga. Sie werden sich hier ja wieder einfinden in der zweiten Bundesliga nächstes Jahr. Und der VfB Stuttgart verabschiedet sich nochmal. Als beste Heimmannschaft möchte man sicherlich nochmal einen Sieg hier aus VfB-Sicht landen können. Das ist Tor an Kiel! Und der erste Treffer schnell nach Kiel. Was für ein Nackenschlag für den ersten FC Nürnberg. Holstein Kiel erzielt das frühe 1:0. Ein
Nürnberg ist da mit genug Mannen im eigenen 16er, aber sie bekommen null Zugriff. Dann ist es Leon Lauberbach. Sörensen bekommt den Fuß nicht mehr reingehalten. Denkbar schlecht dieser Auftakt für Nürnberg. Und der erste FCN steht jetzt aktuell trotzdem noch auf Tabellenplatz 15. Aber der KSC hat eben nur noch einen Punkt Rückstand. Und sollte der Karlsruher Sportclub jetzt treffen, dann würde es für Nürnberg erstmal Relegation bedeuten. Das ist auf jeden Fall etwas, was man vermeiden möchte, vermeiden wollte. Jetzt hat man hier Tor in Dresden, Zugzwang, und wir nehmen den nächsten Treffer aus Dresden mit. Das 1:0 für die Gäste, 8. Spielminute. Der VfL Osnabrück hatte es am letzten Wochenende gegen Kiel unter Beweis gestellt, wie spielerisch stark sie ausspielen können, wenn sie tatsächlich merken, dass der Druck langsam abfällt. Und das ist hier ein guter Auftritt. Flanke von der rechten Seite, in der Mitte dann relativ freistehend Marc Haider mit dem 1:0. Schießt ein, Kevin Broll ohne Chance. Wir schauen eine Station weiter. Sind in Fürth angelangt und der KSC nimmt es sicherlich wahr, was in Kiel passiert, aber sie müssen eben selber einfach gewinnen. Und dann ist es ihnen erst erlaubt, parallel zu schauen, was der Club macht. Knapp 10 Minuten hier von der Uhr. Fürth geht durchaus vorne drauf, aber es ist noch nicht so wirklich spannend geworden. Große Chancen sehen wir noch nicht. Es könnte sich aber noch dramatisch entwickeln. Das soll es mit den ersten Eindrücken von hier gewesen sein. Wir schauen jetzt in den Aufstiegskampf. Wir schalten in die Schüko-Arena nach Bielefeld. Heidenheim stand jetzt Relegationsplatz, aber die Konferenz ist noch lang. Sehr, sehr lang. Griesbeck mit der Hacke zu Dorsch. Kleindienst zurück zu Griesbeck und der macht das Tor. Wie frei steht der da bitte? 13. Minute, 1:0 für die Gäste und so schnell kann man dem HSV dann möglicherweise auch die Energie aussaugen, wenn das ankommen sollte im Volkspark. Irgendwie aber Bielefeld knüpft hier eher an die defensive Leistung an im zweiten Durchgang gegen den KSC. Das sieht hier schlecht aus und für Heidenheim bedeutet das jetzt erstmal die Festigung des dritten Tabellenplatzes. 13 Minuten hier gespielt. Kann der HSV da irgendwie drauf reagieren? Sie versuchen es zumindest hier alles zu tun dafür, dass sie die eigenen Hausaufgaben erledigen. Das ist Poyan Palo eben gerade mit einem Abschluss, der ihm noch abrutscht. Er hatte das so wichtige 1:0 gegen Heidenheim erzielt im letzten Spiel. In der 46. Minute, da waren knapp 20 Sekunden gespielt. Am Ende lassen sich die Hamburger das noch aus der Hand nehmen. Und jetzt sind sie auf Bielefeld angewiesen, auf sich selbst auch. Und es tut ihnen vermutlich gut, lediglich den Fokus hier in den Volkspark zu richten, weil der SV Sandhausen zwar nicht mehr ganz so gut drauf ist in letzter Zeit, aber trotzdem immer gefährlich werden kann. Zuletzt aber verlor man gegen Dresden mit 0:1. Tor in Stuttgart. Und der Treffer in Stuttgart, den schauen wir uns an. Aha, 1:0 für die Gäste. Serdar Dursun, 15. Spielminute. Darmstadt, top drauf. Die Rückrunde kann gefallen. Gegen wen Wiesbaden sah es kurz komisch aus. Jetzt ist es hier aber eben Dursun, der am zweiten Pfosten frei steht. Das ist schlecht verteidigt von Stuttgart. Heidenheim braucht jetzt aber auch noch lockere 9 Tore, um an Stuttgart vorbeizuziehen. Das würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Also hier steht es 0:1, wir melden uns, wenn was passiert. Schauen jetzt mal nach Wiesbaden. Da hier noch die theoretische, aber wirklich nur theoretische, ganz fantasievolle Chance besteht, für Wiesbaden auf Platz 16 zu springen. Davon träumen sie vermutlich nicht einmal mehr, aber sie geben nochmal alles. Aigner mit der Flanke, das ist nicht gut geklärt, und Tietz mit dem 1:0. 17. Minute, der SVW in Wiesbaden schlägt zu und trifft hier gegen die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Aigner mit der Flanke,
dann setzt sich Kuhn da sogar durch im Kopfballduell. Oder ist es ein Paulianer? Schwer zu sagen. Hier steht's 1-0 für die Gastgeber. Das soll es dann erstmal von hier gewesen sein. Wir werfen einen Blick in ein anderes Stadion. Hier steht deutlich mehr noch auf dem Spiel, insbesondere für den ersten FC Nürnberg. Sie liegen hier seit der 6. Spielminute mit 1-0 zurück und sie tun sich schwer, hier reinzufinden. Es ist ein Auf und Ab beim Club. 6-0 gegen Wiesbaden gewinnen, 6-0 gegen Stuttgart verlieren. Wo steht man denn jetzt eigentlich? 1-0 gegen Kiel zurück, das ist noch eine Monsteraufgabe. Aber sie haben es nach wie vor in der eigenen Hand. Jetzt müssen zum sicheren Klassenverbleib aber 2 Tore geschossen werden. Ansonsten würde der KSC eben mit einem Treffer, mit einem Sieg vorbeiziehen. Flanke jetzt, oder Freistoß besser gesagt, aus dem linken vorderen Eck des Feldes. Gar nicht so eine verkehrte Position. Wir schauen drauf, was Geis macht. Ansonsten würden wir gleich eine Station weiterschalten, nämlich zum Spiel Fürth gegen Karlsruhe. Und das machen wir. Schwacher Freistoß. Hier steht es noch 0-0. Aktuell die beste Nachricht für den ersten FCN. Jetzt Kobalt hier mit dem Freistoß, beziehungsweise den Freistoß, den er verursacht. 22. Spielminute. Fürth schnürt Karlsruhe da hinten gut ein, aber der KSC hat eine Langatmigkeit an den Tag gelegt gegen Arminia Bielefeld, die nach so einem frühen 3-0 oder 0-3 kaum noch denkbar gewesen war. Es ist also beim KSC einiges intakt, was die Mannschaft angeht. Gordon köpft den Ball raus. Tor in Stuttgart! Einwurf von der anderen Seite, aber der Treffer ist interessanter. 22. 1-1. Die Rechnereien, die können wieder komplett aufhören. Das ist mal ein wunderbarer Abschluss von Ore Mangala. Schnellharz kommt nicht mehr ran und der passt ja wirklich perfekt. Nicht zu halten hier. Steht 1-1. Wir gehen dahin, wo es spannend ist. Nach Bielefeld. Und Heidenheim möchte gerne erhöhen. Hier gar nichts dem Zufall überlassen. Arminia Bielefeld steht tatsächlich etwas neben sich. Soll das hier der zweite Schock in Folge sein nach der feststehenden Meisterschaft? Man wollte sich mit 2 Siegen verabschieden. Tor in Regensburg. Das ist jetzt schon nicht mehr möglich. Und wir schauen kurz. Nee, ab nach Regensburg. 1-0 für die Gäste. 25. Minute. Ja, wir haben es eben angesprochen, Pauli die zweitschwächste, Aue die schwächste Auswärtsmannschaft. Vielleicht hat sich das durch diesen Treffer erledigt. Flanke von der rechten Seite, dann Pascal Testroth, der hier wunderbar Volley einnetzt. Also hier steht es 1-0 für die Gäste. Wir schauen nach Hamburg. Der HSV steht unter Druck. Vor allem, weil der SV Sandhausen jetzt auch kommt. Über die rechte Seite Dennis Diekmeyer mit der abgeglitschten Flanke. Da haben sich ja schon Horrorszenarien in den Köpfen der Hamburger gebildet, die besagen, Heidenheim verliert zwar in Bielefeld oder spielt unentschieden, aber Dennis Diekmeyer mit seinem zweiten Zweitligator, mit seinem zweiten Profitor, wird in der 95. Minute noch den Ausgleich oder den Siegtreffer erzielen und würde dann den HSV in der zweiten Liga halten. Das ist wirklich äußerst horrorvoll. Momentan ist der HSV hier hinten erstmal gefordert. Nach vorne kommt seit dem Torschuss, den wir eben auch nochmal von Poyanpalo gesehen haben, relativ harmlos. Vielleicht jetzt mit diesem ganz vernünftigen Seitenwechsel. Mit Martin Harnik verschleppt das Tempo. Sandhausen mit 10 Mann bzw. 11 Mann eben in der eigenen Hälfte. Aaron Hunt vielleicht mal schnell gespielt. Duziak zu Poyanpalo. Wunderbare Drehung und wer, wenn nicht er? 1-0 HSV. Und jetzt braucht es ein Bielefelder Tor. Das war dieser Moment, der sich ergeben hat im Zentrum. Sandhausen sieht da nicht gut aus.
Und Poyan Palo schließt ab. Also, Tor in Wiesbaden. Ja, Tor in Wiesbaden. Dann schauen wir da schnell hin. Der Ausgleichstreffer durch Viktor Gyökeres markiert hier für den FC St. Pauli das 1:1. Sollte man tatsächlich auswärts nochmal einen Punkt mitnehmen, das wäre ja fast ein Wunder. Wobei wir in Wiesbaden zu Hause auch noch nicht viel ausgerissen hat. Fährmann legt auf. Bekannte Kombination in dieser Saison. Tor in Regensburg. Gyökeres schließt unten rechts ab. Wunderbar gemacht. Treffer in Regensburg. 2:0 für die Gäste. Was ist denn hier mit dem FC Erzgebirge Aue los? Wollen die ihre Gastbilanz doch nochmal hier aufpolieren? Es sieht ganz danach aus. Der SSV Jahn Regensburg stellt sich aber auch nicht wirklich clever an. Völlig freistehend hier. So, 2:0 für die Gäste. Wir wechseln den Schauplatz. Sind das erste Mal in Hannover in dieser Konferenz, das Niedersachsenstadion von eher einem müden Sommerkick hier geleitet. Wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr versprochen von den Namen her und von der Form Tor beider Stuttgart. Mannschaften. Ja, immerhin Abschluss, aber Tor in Stuttgart. Gibt's ja nicht. Darmstadt geht zum zweiten Mal in Führung. Es ist Pike diesmal. 2:1 für die Gäste. Der VfB Stuttgart vielleicht noch etwas freudetrunken vom 6:0 gegen den ersten FCM und ersten FCN, pardon. Und Pike erhöht jetzt, beziehungsweise bringt überhaupt erstmal wieder die Führung. Kobel im kurzen Eck. Ja, nicht ganz unbeteiligt, aber es wird wohl nichts mehr anbrennen. Hier steht es 1:2. Wir wechseln nochmal. Gehen wieder in den Abstiegskampf, wo es ja tatsächlich sehr dramatisch zugehen kann. Hrgota mit der Flanke, die ihm da aber völlig abglitscht. Kota holt sich den Ball. Der kam im Spiel gegen Bielefeld für Enes Benhatira rein. Der hatte sich vertreten und Kota brachte dann so ein gefühltes Momentum mit rein. Danach erwachte Karlsruhe ein Stück weit. Vielleicht etwas zu poetisch, aber Kota eben durchaus mit diesem Momentum am Fuß. Der junge Mann. Es gibt aber jetzt erstmal Eckstoß für Greuther Fürth und es kann ja so schnell dann wieder vorbei sein. Und aktuell wäre Karlsruhe, ob dieses 0:0, trotzdem nur 16., weil Nürnberg einen Punkt Vorsprung hat. Da macht das bessere Torverhältnis dann auch nichts aus. Tor in Dresden! Von der rechten Seite, der ist geklärt und dann schauen wir wieder nach Dresden. Dynamo gleicht aus. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Simon Makinok. Geht da im Zentrum, setzt sich kurz ab, bleibt stehen. Und schließt dann kühl ab. Nicht unverdient dieses Resultat. Dresden macht hier gut mit gegen bereits gerettete Osnabrücke. Aber das soll es dann von hier auch erstmal wieder gewesen sein. Wir sind im Holsteinstadion und Nürnberg wird dann vielleicht erstmal froh sein, wenn es hier nur 1:0 steht und der KSC auch nicht führt bei Greuther Fürth. Es sind noch 5 Minuten hier auf der Uhr, es ist kein berühmtes Spiel der Kloberer. Man merkt einfach, wie viel Last noch vom 0:6 gegen Stuttgart auf den Schultern liegt. Das war wirklich eine unbeschreiblich schwache Leistung, die einiges kaputt gemacht hat. Aber trotzdem haben sie heute noch die Chance, sich selbst zu retten. Behrens kommt aber nicht durch hier mit Elfmeter seiner in Stuttgart. Flanke und Kopfballmöglichkeit. Wir schauen uns den Elfmeter an. Für den VfB, sie haben zum zweiten Mal die Möglichkeit auszugleichen. Palsson hier mit dem Foul, das ist ja komplett stumpf. Und González ist ein extrem sicherer Schütze. Mehrfach in dieser Saison schon unter Beweis gestellt. Auch in
wichtigen Situation. Gonzales. 2:2, 45. Minute. Der Ausgleich, also auch durchaus verdient. Das wäre dann jetzt auch wieder der Aufstieg aus eigener Kraft. Dann kann Heidenheim auch 10:0 gewinnen. Da ändert sich nichts mehr. 12:0, 13:0. Wie auch immer. Es ist einfach nicht realistisch. Der VfB Stuttgart wird es wohl nur noch 45 Minuten in der zweiten Liga aushalten müssen und sind dann die Spieler hier. Tor in Fürth! Zurück und jetzt ein Treffer in Fürth. Das ist das 1:0, das Karlsruhe die Klasse sichert. Jerome Gondorf mit dem Führungstreffer für den Karlsruher Sportclub. Und in Nürnberg haut man sich die Handinnenflächen an die Stirn. Flanke von rechts. Gondorf, der die Fußspitze hier reinhält, einfach reaktionsschneller ist. Vorbei an Funk. Tor in Regensburg. Oh, wir müssen runterkommen und schauen in Regensburg vorbei. Der Anschlusstreffer, Regensburg ist wieder im Spiel. Grüttner setzt den Ball rein, vorbei an Jendrusch. Ja, der ist fast noch dran, aber gegen die Laufrichtung schwer zu machen. Also, hier steht's 1:2. Wir wollen die erste Hälfte aber dort beenden, wo es tatsächlich sehr spannend ist, dass hier in Bielefeld der Fall. Der HSV führt ja und sollte Bielefeld jetzt einen Treffer machen, dann würde Heidenheim wieder auf Platz 4 rutschen und der HSV auf Platz 3. Stand jetzt aber sieht es gut aus für Heidenheim. 45 Minuten müssen sie diese Führung noch halten und dann geht es für die Elf von Frank Schmidt in die Relegation. Griesbeck bislang mit dem Tor des Tages. Das war es jetzt erstmal aus der ersten Halbzeit. Wir schauen uns die Ergebnisse an und was das für die Tabelle bedeutet und sehen uns dann gleich hoffentlich in den 45 Minuten der zweiten Halbzeit wieder. Jo, hier sehen wir einmal ganz kurz die Ergebnisse im Überblick. Ja, der HSV führt, aber es nützt momentan nichts, weil eben auch Heidenheim mit 1:0 führt. Und Karlsruhe ist tatsächlich mit dem 1:0 an Nürnberg vorbeigezogen. Die müssten Stand jetzt in die Relegation, weil Kiel eben auch seit der 6. Minute mit 1:0 führt. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Sonst geht's jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß und danke nochmal fürs Reinschalten. Zurück in der Konferenz. Wir beginnen ein wenig nördlich. Es ist ja nach wie vor kein wirklich gutes Spiel. Wir haben es möglicherweise in der ersten Hälfte etwas vernachlässigt, aber Sie sehen es am Spielstand, keine Tore gefallen. Die Highlights hielten sich weitestgehend in Grenzen und dementsprechend ist auch oft aufgrund der tabellarischen Situation hier die Hoffnung auf einen richtig heißen Sommerkick unabhängig von der Temperatur erstmal unwahrscheinlich. Hier Tutu nochmal, Osei Tutu mit dem Schuss ans Außennetz. Das soll es von Hannover gewesen sein. Wir schauen dahin, wo es richtig spannend ist. Und das ist hier in Kiel der Fall. Nürnberg braucht zwei Tore. Sie müssen jetzt gewinnen, weil sie gegenüber Karlsruhe eben das schlechtere Torverhältnis haben. Aber Kiel möchte das hier auch nicht leichtfertig aus der Hand geben. Wobei sie gegen Osnabrück beim 4:1 tatsächlich mal einen richtig schlechten Tag erwischt. Nürnberg kommt aber, zieht in den Strafraum ein. Robin Hack liegt quer. Und da ist der Ball im Tor. Abgefälscht von Seo. Dovedan mit dem Ausgleich. 52. Minute. Die Hoffnung beim Club ist zurückgekehrt. Das geht zu leicht. Hack tritt einmal auf den Ball. Dann dieser Querpass, Seo unglücklich an die Unterkante der Latte. Von da dann ins Netz. Hier steht es 1:1. Nürnberg braucht noch einen Treffer. Und im Aufstiegskampf, da ist es ja auch noch spannend. Wir schauen nach Bielefeld.
Und es ist nach wie vor diese Situation. Heidenheim muss 1:0 gewinnen oder überhaupt gewinnen, in welcher Höhe ist dann letztendlich egal. Aber sie müssen gewinnen, weil der HSV parallel auch zu gewinnen scheint. Es ist noch eine lange Zeit bis dahin, aber Heidenheim hält den Ball vom Tor weg und Schritt für Schritt verplätschern dann hier diese 45 Minuten. Wir sind schon 10 Minuten in der zweiten Hälfte dabei. Bielefeld aber möchte sich nicht so hier verabschieden aus dieser Liga. Aber dieser Ball auf die Außen war dann doch zu schwach. Hier gibt es jetzt Elfmeter in Regensburg. Wechsel. Und wir schauen in Regensburg zum Elfmeter. Elfmeter für Regensburg. Der SSV Jahn hat die Möglichkeit auszugleichen. Kakutalua hat wohl etwas dagegen, dass man sich vom 18. Platz der Auswärtstabelle verabschieden würde am letzten Spieltag. Aber der Elfmeter ist klar verdient. Muss trotzdem erstmal gemacht werden. Grüttner mit der Chance zum Doppelpack. Er nutzt sie. Perfekter kann man den nicht platzieren. 56. an den linken Innenpfosten. Jendrusch ist eh in die andere Ecke unterwegs. Und kann nichts verhindern. Hier steht 2:2. Schauen wir uns in der Wiederholung noch einmal gerne an. So muss man einen Elfmeter schießen. Und selbst wenn Jendrusch diese Ecke geahnt hätte, da kommt er nie mehr ran in seinem Leben. Egal wie lang er sich da streckt. Also Aue gibt eine 2:0 Führung aus der Hand. 2:2 jetzt hier. Wir melden uns, wenn was passiert. Schauen jetzt aber erstmal wieder zurück in den Volkspark. Und jetzt fängt so ein bisschen dieses Zittern wieder an. Scheu im Strafraum legt den Ball zurück. Frei. Da stehen sie jetzt ganz gut. Sandhausen kommt nicht durch. Und auch nicht unbedingt vom spielerischen Weltklasseformat der SVS. Und der HSV kann sich erstmal befreien aus dieser Situation. Und läuft an. Es wäre ja tragisch, wenn es der HSV wieder nicht schaffen sollte, nicht mal in die Relegation zu kommen, aber man hat sich das selbst zuzuschreiben. Trotzdem, hier sind sie gut drauf. Nächste Möglichkeit. Knappe halbe Stunde ist noch auf der Uhr. Der HSV will hier das 2:0 erzielen. Alles klar machen und dann auf Bielefeld hoffen. Kinsombi kommt, Duziak geht. Wir gehen aus Hamburg und schauen in Fürth vorbei. Und der KSC kommt in den Strafraum. Wanicek, luftig verteidigt. Funk vor den Kopf von Gondorf. 62. Doppelpack Jerome Gondorf. Und der erste FC Nürnberg muss jetzt sowas von ein Zahn zulegen. Gut erst diese Parade von Funk. Die Verteidigung von Fürth ansonsten ziemlich schwach heute. Der Kopfball von Gondorf trudelt dann über die Linie. Und das, ja, es bedeutet, der KSC wird hier wohl am Ende als Sieger vom Platz gehen. Wo soll Greuther Fürth jetzt nochmal die Kraft hernehmen, das umzukehren? Es ist nicht unmöglich, aber es ist doch recht unwahrscheinlich. Da glaubt man eher daran, dass der erste FC Nürnberg einen zweiten Treffer nachlegt. Es scheint ja schon besser zu laufen beim Club. Es steht 1:1 in Kiel und ja, hier auf den Erzrivalen aus dem Frankenland wird man sich wohl nicht verlassen können. Nürnberg muss es selbst richten und da wollen wir jetzt auch hinschauen, wo Nürnberg aktiv ist und zwar in Kiel. Das 1:1 hat hier wieder etwas Selbstvertrauen geweckt beim Club bei der Elf von Jens Keller. Und sie haben eben noch 25 Minuten Zeit, einen Treffer zu erzielen, aber auch nicht zu fahrlässig werden, lieber Club. Das kann dann auch schnell in die andere Richtung losgehen. Kiel für so einen Konter mit Spielern wie Ioa immer durchaus zu haben. Srelak mit der Hacke zurück, etwas zu fahrlässig. Seo legt zurück zu Gelios. Und Holstein Kiel
spielt das sauber von hinten dann raus und Nürnberg zieht Tor an Dresden etwas zurück. Wir holen uns den Treffer an Dresden kurz ab. Die erneute Führung für Dynamo Dresden. Da kann man nur den Hut vorziehen. Und der Torschütze ist der junge Königsdörfer. Vorbei an Kühn. 2-1 für Dresden. In der zweiten Halbzeit waren wir noch gar nicht in Stuttgart. Da wollen wir mal hinschauen. Wird schon langsam gefeiert oder wie sieht's aus? Man möchte das hier erstmal ganz souverän über die Ziellinie bringen. Bestenfalls eben hier zumindest nicht verlieren. Mit dem 2:2 würde man am Ende wahrscheinlich auch sehr gut leben können. Selbst wenn es eine Niederlage wird. Es sieht aber momentan gut aus für Stuttgart. Sie halten den Ball vom eigenen Tor fern. Und Darmstadt, da schwinden langsam die Kräfte. Sie haben sehr viel hier investiert. Reicht aber zumindest mal zu einer Ecke. 69. Spielminute. Und da hat Darmstadt ein paar großgewachsene. Schlecht sind sie nicht nach dem ruhenden Ball. Tor in Hannover. Wir schauen noch kurz auf die Ecke und würden dann jetzt nach Hannover gehen. Stuttgart klärt's hier. Das 1:0 für die Gäste. Winsheimer mit dem Führungstreffer. Wunderbarer Treffer, schön per Kopf vorgelegt. Dann ist er da recht frei vor Ron-Robert Zieler. Nein, pardon, es ist heute Ratajczak wieder zwischen den Pfosten. Keine Chance für den hannoverschen Schlussmann. Also 1:0 für die Gäste. Wir schauen wieder nach Heidenheim. Besser gesagt nach Bielefeld, aber zu Heidenheim, denn die Heidenheimer sind hier im Fokus. Busch aber erstmal dazwischen. Bielefeld erhöht jetzt doch nochmal den Druck. Will sich hier nichts vorwerfen lassen. Mit dem HSV besteht ja zumindest zum Teil eine gewisse Fanfreundschaft. Aber der HSV darf sich Tor eben auch nicht auf Bielefeld verlassen. Heidenheim hat hier den Ball. Wir schauen nochmal nach Dresden. Osnabrück schlägt wiederum zurück. Lange hat die Führung nicht angehalten. Der Dynamos 73. 2:2. Dresden aber auch sehr offen hinten. Klar, die lechzen hier wirklich aus der Lunge. Auf der anderen Seite, ja, ist es dann auch etwas Glück, dass sich da der Osnabrücker selber anschießt. Aber wir schauen wieder dahin, wo es spannend ist. Und zwar beim HSV, wobei hier tatsächlich dieses 1:0 relativ sattelfest ausschaut. Sandhausen mit dem Fehler. Adrian Fein lässt sich hier von Verlat den Ball abluchsen, gibt Eckstoß, eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Aber wie sicher ist so ein 1:0 des HSV? Man hat es zu häufig gesehen, diese knappen Führungen. Sie werden dann einfach nicht über die Zeit gebracht. Und heute muss man hier gewinnen. Und selbst dann ist eben noch nichts klar. Man kann es nur gebetsmühlenartig immer wieder vorrechnen. Sandhausen klärt den Ball erstmal. Aber der HSV bleibt dran, sodass keine Kontersituation entstehen kann. Fünfter Treffer in Regensburg. Regensburg dreht die Partie und Marco Grüttner erwischt nochmal zum 34. Spieltag einen perfekten Tag. Dreierpack. Und da wird sich Erzgebirge Aue richtig schwarz ärgern. Da steht Grüttner völlig frei. So leicht wird es ihm selten gemacht. 3:2 Regensburg führt. Und das ist nicht unverdient, aber wir gehen wieder zu spannenderen Ausgangslagen. 15 Minuten noch für den ersten FC Nürnberg und es fehlt wirklich eben nur ein Treffer. Dieser eine Treffer fällt da noch. Und Karlsruhe schaut gebannt
hier nach Kiel. Joa über links. Mit Tempo und langen Schritten. Dovedan kommt nicht hinterher. Heise ist aufmerksam. Ball noch nicht geklärt. Mühl macht's auch nochmal scharf. Eberwein, jetzt ist der Ball weg. Nürnberg muss auch aufpassen. Hier eben dieses 2:1, 10 Minuten vor Schluss. Das würde dann den Knockout bedeuten. Weil Fürth eben diesen Gefallen nicht tut. Nachbarschaftshilfe ist nicht angesagt. Injowski. Guter Ball, aber Heise ist dazwischen. Also mittlerweile ist Nürnberg hier kämpferisch richtig angekommen. Da musste man sich zwischenzeitlich Sorgen machen, aber es ist noch nicht vorbei. Wir würden uns natürlich melden, schauen jetzt aber nochmal nach Bielefeld. Kommt die Arminia nochmal zurück? Zumindest kommen sie gerade mal. Hartl! Kevin Müller hält Heidenheim in der Relegation. Hartl geht da durch die Verteidigung der Heidenheimer, als wäre sie Butter und er ein warmes Messer. Unglaublich, dass Heidenheim das so passiert in dieser Art und Weise, ist nicht vorstellbar. Aber sie haben eben diese Lücke aufgetan. Vogelsammer verliert jetzt aber den Ball an Teuerkauf. Heidenheim hat die Situation geklärt und wir schauen nochmal schnell nach Dresden. 3:2 für Dynamo und es ist ihnen zu gönnen, zu wünschen. Nach dem Sieg gegen Sandhausen, aller Voraussicht nach, auch hier mit dem Dreier, Simon Markinok. Wäre der mal die ganze Saison da gewesen, aber gut. Tor in Wiesbaden. Am letzten Spieltag hilft nichts. Tor in Wiesbaden, holen wir uns nochmal ab. Das 2:1 für die Gäste. 86. Minute. Henk Fehrmann. Man ist noch etwas unentschlossen. Wird es sein letztes Spiel sein für den FC St. Pauli oder bleibt er doch? Das steht in Frage. Aber es sieht so aus, als würde der FC St. Pauli tatsächlich den zweiten Auswärtssieg der Saison landen können. Es klappte eben nur einmal und das war in Hamburg beim HSV. Also jetzt auch mal außerhalb der Stadtgrenzen. Vielleicht kommt Wiesbaden nochmal zurück. Wir würden uns melden und schauen jetzt nochmal nach Kiel. Nürnberg braucht eben nur einen Treffer, aber solche Abseitssituationen sind dann tödlich, kosten Zeit. Boah, haarscharf, aber die Fußspitze scheint da wohl tatsächlich im Abseits zu sein. Und so verrinnt hier die Zeit. Der KSC lässt sich das 2:0 nicht mehr nehmen. Und Nürnberg, es fehlt eben auch nur ein Treffer. Das muss man sich immer wieder vor Augen rufen. Und das müssen sie sich jetzt auch vor Augen rufen. Mittlerweile jetzt ist es egal, ob man das 2:1 kassiert. Das ist egal. Hauptsache, man hat alles versucht. Der Tanga mit der flachen Flanke. Aber geklärt von Heise. Erras heute nach Gelbsperre wieder zurück. Hat er im Zentrum etwas gebraucht. Sich dann aber gut eingefunden. Aber die Nachspielzeit ist ja auch bald gelaufen. Frei nochmal. Schwacher Pass. Wahl hat den Ball. Und es ist vorbei. Es ist tatsächlich vorbei. Nürnberg spielt nur 1:1 und muss in die Relegation. Das tut richtig weh für den Club Holstein Kiel, aber haut alles rein, holt eben das 1:1. Und jetzt wollen wir nochmal nach Bielefeld schauen. Gibt es da den Lucky Punch? Bielefeld zumindest nochmal in Ballbesitz, aber es sieht nicht so gut aus. Dieser Ball von Weihrauch ist nicht zu erreichen. Er ist nicht zu erreichen. Und es ist vorbei. Der erste FC Heidenheim gewinnt mit 1:0 beim Meister. Fügt Bielefeld die dritte Saisonniederlage erst zu. Und sichert sich den dritten Tabellenplatz. HSV trotz des 1:0s gegen Sandhausen nur Vierter. Wir wollen jetzt aber nochmal dahin schauen, wo richtig gefeiert werden kann.
Und das ist in Fürth. Der KSC hält die Klasse. Fürth enttäuscht heute auf ganzer Linie und der KSC gewinnt durch einen Doppelpack von Jerome Gondorf. Und der bringt den KSC auf Tabellenplatz 15. Und er spart zwei dramatische Spiele. Das war's aus der Konferenz. Jetzt gibt's die Tore alle nochmal in der Schnellzusammenfassung. Viel Spaß dabei und bleiben Sie sportlich. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am 34. Spieltag. Was für ein Nackenschlag für den ersten FC Nürnberg. Holstein Kiel erzielt das frühe 1:0. Nürnberg ist da mit genug Mannen im eigenen 16. Das 1:0 für die Gäste, 8. Spielminute. Der VfL Osnabrück hat es am letzten Wochenende gegen Kiel unter Beweis gestellt, wie spielerisch stark sie ausspielen können, wenn sie tatsächlich merken, dass der Druck langsam abfällt. Und das ist hier ein guter Auftritt. Flanke von der rechten Seite, in der Mitte dann relativ freistehend. Heidenheim stand jetzt Relegationsplatz, aber die Konferenz ist noch lang, sehr, sehr lang. Griesbeck mit der Hacke zu Dorsch, Kleindienst, zurück zu Griesbeck und der macht das Tor! Wie frei steht der da bitte? 13. Minute, 1:0 für die Gäste und... Aha, 1:0 für die Gäste, Serdar Dursun, 15. Spielminute. Darmstadt, top drauf. Die Rückrunde kann gefallen. Gegen wen Wiesbaden sah es kurz komisch aus, jetzt ist es hier aber... Aber sie geben nochmal alles. Aigner mit der Flanke, das ist nicht gut geklärt. Und Tietz mit dem 1:0. 17. Minute, der SVW in Wiesbaden schlägt zu. 22. 1:1, die Rechnereien, die können wieder komplett aufhören. Das ist mal 1:0 für die Gäste. 25. Minute, die, ja, wir haben es eben angesprochen, Pauli die zweitschwächste, Aue die schwächste Auswärtsmannschaft. Vielleicht hat sich das durch diesen Treffer Hälfte Aaron Hunt vielleicht mal schnell gespielt. Duziak zu Poyanpalo, wunderbare Drehung und wer, wenn nicht er? 1:0 HSV. Der Ausgleichstreffer durch Viktor Gyökeres markiert hier für den FC St. Pauli das 1:1. Sollte man tatsächlich auswärts nochmal einen Punkt mitnehmen, das wäre ja fast ein Wunder. Wobei Wien Wiesbaden zu Hause auch noch nicht viel ausgerissen hat. Fährmann legt auf. 2:0 für die Gäste. Was ist denn hier mit dem FC Erzgebirge Aue los? Wollen die ihre Gastbilanz doch nochmal hier aufpolieren? Es sieht ganz danach aus. Der SSV Jahn Regensburg stellt sich aber auch nicht wirklich clever an. Gibt's ja nicht. Darmstadt geht zum zweiten Mal in Führung. Es ist Pike diesmal. 2:1 für die Gäste. Der VfB Stuttgart vielleicht noch etwas Freude trunken vom 6:0 gegen den ersten FCM und ersten FCN, pardon. Dynamo gleicht aus. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Simon Makinok. Geht da im Zentrum, setzt sich kurz ab, bleibt stehen. Und schließt dann mehrfach in dieser Saison schon unter Beweis gestellt. Auch in wichtigen Situationen. Gonzales. 2:2, 45. Minute. Der Ausgleich, also auch durchaus verdient. Das ist das 1:0, das Karlsruhe die Klasse sichert. Jerome Gondorf mit dem Führungstreffer für den Karlsruher Sportclub. Und in Nürnberg haut man sich die Handinnenflächen an die Stirn. Flanke von rechts. Der Anschlusstreffer, Regensburg ist wieder im Spiel. Grüttner setzt den Ball rein, vorbei an Jendrusch. Ja, der ist fast noch dran. Tag erwischt. Nürnberg kommt aber, zieht in den Strafraum ein. Robin Hack legt quer. Und da ist der Ball im Tor. Abgefälscht von Seo. Dovedan mit dem Ausgleich.
Elfmeter ist klar verdient, muss trotzdem erstmal gemacht werden. Grüttner mit der Chance zum Doppelpack, er nutzt sie. Perfekter kann man den nicht platzieren. 56. an den Link. Und der KSC kommt in den Strafraum. Vanicek, luftig verteidigt. Funk vor den Kopf von Gondorf. 62. Doppelpack. Die erneute Führung für Dynamo Dresden. Da kann man nur den Hut vorziehen. Und der Torschütze ist der junge Königs. Das 1:0 für die Gäste. Winsheimer mit dem Führungstreffer. Wunderbarer Treffer, schön per Kopf vorgelegt. Dann ist er da recht frei. Voron Robert Zieler. Nein, pardon. Es ist heute Rabtajczak wieder zwischen den Pfosten. Keine Chance für den hannoverschen Schlussmann. Also 1:0 für die Gäste. Osnabrück schlägt wiederum zurück. Lange hat die Führung nicht angehalten. Der Dynamos 73. 2:2. Dresden aber auch sehr offen hinten. Klar, die lechzen hier wirklich aus der. Regensburg dreht die Partie und Marco Grüttner erwischt nochmal zum 34. Spieltag einen perfekten Tag. Dreierpack. Und da wird sich Erzgebirge Aue richtig schwarz ärgern. 3:2 für Dynamo und es ist ihnen zu gönnen, zu wünschen. Nach dem Sieg gegen Sandhausen, aller Voraussicht nach, auch hier mit dem Dreier, Simon Marquino. Das 2:1 für die Gäste, 86. Minute, Henk Fährmann. Man ist noch etwas unentschlossen. Wird es sein letztes Spiel sein für den FC St. Pauli oder bleibt er doch, da steht in Frage, aber es sieht so aus, als würde der FC St. Pauli tatsächlich. Der erste FC Heidenheim gewinnt mit 1:0 beim Meister, fügt Bielefeld die dritte Saisonniederlage erst zu und sichert sich den dritten Tabellenplatz. HSV trotz des 1:0s gegen Sandhausen nur Vierter. Und das ist in Fürth. Der KSC hält die Klasse. Fürth enttäuscht heute auf ganzer Linie und der KSC gewinnt durch einen Doppelpack von Jerome Gondorf und der bringt den KSC auf Tabellenplatz 15 und erspart zwei dramatische Spiele. Das war's aus der Konferenz, bleiben Sie sportlich. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose des 34. Spieltags. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Es kommt ja noch einiges mit Relegation und Pokal und so weiter und so fort. Bleibt auf jeden Fall dabei. Bis zum nächsten Mal und adios.